Jurassic World. Hier beginnt unsere Geschichte. Ein wissenschaftlicher Durchbruch, ohne jede Rücksicht auf die Konsequenzen. Die Natur nahm ihren Lauf und entfesselte Chaos. Diesmal hatten wir eine noch größere Illusion von Kontrolle. Und das Chaos war noch viel schlimmer. Und kurz wussten wir wieder, wie wertvoll das Leben ist. Aber im Lauf der Zeit verblassen die Erinnerungen an den großen Kontrollverlust. Und Ehrgeiz kann sehr hartnäckig sein. Für die zurückgebliebenen Saurier verlor die Zeit an Bedeutung. Von Wundern der Wissenschaft zu Objekten der gnadenlosen Ausbeutung. Vielleicht sollten wir sie überdenken, die wahre Natur der Natur. Ein endloser Zyklus mit nur einem Ziel: Überleben. Und das heißt, Saurier und Menschen müssen einen Weg finden, ihre Differenzen beizulegen. Yosemite, über 2600 Quadratkilometer groß. Die Heimat einer der ältesten Pflanzenarten der Erde, der Riesenmammutbäume, die in diesem Teil Kaliforniens seit über 60 Millionen Jahren wachsen. Das könnte unsere Verbindung sein und die Saurier hierher locken. Die Mammutbäume sind vertraut, Teil der genetischen Erinnerung. Dann könnte dieses Land perfekt für die Saurier sein. Okay, die Katze ist bereits aus dem Sack. Das ist übrigens eine Redewendung. Hier gibt es weder Katze noch Sack. Owen will damit sagen, dass die Dinge bereits in Bewegung sind. Wir müssen entsprechende Anlagen errichten und die Saurier fangen. Aber nicht mit Säcken. Keine Säcke. Ein Expeditionszentrum, eine paläomedizinische Anlage und eine Unterstützungsanlage. Damit haben wir eine solide Basis. Hallo, liebe Liebste-Freunde. Zu einer neuen Ausgabe von Jurassic World Evolution 2 mit der nächsten Mission, / Kampagne, jetzt in Kalifornien. Da geht's weiter. Jetzt haben wir hier gar nichts, also keine Vorgaben hier, großartig. Ja, wie bauen wir denn jetzt hier das Ganze? Müssen wir überlegen. Schon mal kurz auf die Karte, wie groß die ist zum Bauen. Also hier würde ich sagen, ja, gut, dann machen wir das doch auch. Zwar würde ich sagen, fangen wir hier an zu bauen. Was soll man denn bauen? Ich baue eine Einrichtung, die Folgendes enthält. Paläomedizinische Anlage, Expeditionszentrum und Unterstützungsanlage. Gut, dann wollen wir mal. Gehege, wo sind die Gebäude? Da sind die Gebäude. Erstmal ein Ankunftsort. Würde ich sagen, machen wir das hier hin. Ja. Dann, er baut gleich weiter, ist momentan auf Stopp. Dann ein, was wollen wir noch bauen? Expeditionszentrum. Das bauen wir mal hier hin. Mal ein bisschen Play machen hier. So. Dann eine Unterstützungsanlage. Ganz wichtig, die setzen wir mal hier vorne hin. Auf der Weg ist hier entlang. Ah, natürlich Verbindung, ist klar. Naja, kein Strom, ich weiß. Strom brauchen wir natürlich auch noch.
Generator, den setzen wir mal in die Mitte, wenn es geht, so hin. Ja. So. Dann geht es natürlich noch weiter hier. Gebäude, Expeditionsraum, wo ist der? Aber nur ein bisschen, Moment. Machen wir das da erstmal. So. Gut, haben wir das auch erledigt. Wahrscheinlich keine Wegverbindung. Moment. Wege. Ein, alles andere bitte aus. Ja. Okay. Was? Wie sieht's mit Fotografien aus? In welcher Hinsicht? Ich glaube, rechts ist meine Schokoladenseite. Owen, ich rede von den Sauriern. Wir brauchen doch Fotos von den Tieren in Yosemite. Und du irrst dich mit der Schokoladenseite. Okay, verstanden. Wir können eins der Fahrzeuge nehmen und auf Fotoexpedition gehen. Und ja, die linke Seite ist besser. Du bist noch hier? Bin dabei. Aber noch nicht ganz weg. Kapiert? Das ist ein Wortspiel. Geh. Weg, weg, bin weg. So, bevor wir jetzt da weitermachen, würde ich gerne noch diese Sachen bauen. Brauchen wir mit Sicherheit auch noch. Mal. Dann müssen wir Bilder schießen gehen. Ja, ich finde die Kampagne sehr interessant. Gibt's Forschungen? Was gibt's denn hier? Ah, da kann man weiter forschen, oder was? Tuberkulose. Okay. Gut. Dann geht's weiter. Das haben wir alles. Treibstoff ist genügend da, oder? Nein, nicht ganz. Auffüllen. So, ja, wir müssen jetzt Bilder schießen. Ist denn unser kleines Mobil? Da ist es. Ach, na. Komm mal rein da. Ah, jetzt kommt das Beste. Das Cruisen hier mit dem Auto. Schon geil. Ups. Ja. Kann doch übertreiben. Es ist unbeschreiblich, diese Tiere in einem fast natürlichen Lebensraum zu sehen. Mit diesen Fotos fangen wir nicht nur die Saurier ein, sondern irgendwie auch diesen Moment. Und wenn man bedenkt, wie sie hierher kamen, ist das doppelt seltsam. Ich glaube, näher werden wir den Sauriern, so wie sie vor 65 Millionen Jahren waren, nicht kommen. Und das ist einfach atemberaubend. Okay, da gibt's jetzt Kohle dafür. So, erster. Die sind auch nicht gerade freundlich gesinnt. So, weiter geht's. Ah, sind schon geil hier rumzugrunden. Machen wir weiter, machen wir hier weiter, würde ich sagen. Hopp. Mehr vielleicht, wenn es geht. Ach, niedlich. Ceratops, okay. Weiter geht's.
hier haben wir die Langhälse. Naja, langsam. Wenn da beide drauf, das wäre super. Warten, stopp. Perfekt. Kann ich eigentlich noch ein anderes Foto machen? Geht denn jetzt nicht, oder? Bräuchte noch ein Foto vielleicht? Warte mal. Fernglas. Naja. So, pass auf. Wir machen weiter. Drehen bitte. Jetzt überlegen, wo geht's denn hin? Wo ist denn da die nächsten? Vorne. Langsam. Ja. Walter, glaube ich, ist einer. Oh, stopp, stopp, stopp. Ist der? Da. Ich sehe den gar nicht. Okay, gut. Dann geht's weiter. Hat sich irgendwo im Gras versteckt, der Kleine. Weiter geht's. Kann man da die Ansicht ändern? Ja, genau, hier würde ich gerne fahren. Sehe ich nicht mehr, wo ich hin muss. Oh je, dadurch die. Bei mir geht es natürlich nicht so gut. Aber wir müssen da lang. Genau. Da geht's weiter. Langsam. Hinten ist auch einer. Das ist schon wirklich geil hier. So langsam. Oh Gott. Ja, der ist etwas ungemütlich. Weiter geht's, kein Schreck. Tschüss. So. Schauen, wo die anderen sich versteckt haben. Ah ja, da hinten. Langsam, da geht's weiter. So. Perfekt. Das war's, oder? Unsere Fernfangteams müssen die gefährlichsten Saurier zurückbringen. Die Sicherheit der Gäste und der Saurier steht auf dem Spiel. Bin dein Mann. Und dein Mann. Ich weiß. Sobald wir sie haben, sichern wir sie in unserer neuen Einrichtung. Ich weiß das. Also sei vorsichtig. Gut. Jetzt geht's weiter.
Expeditionen müssen wir machen, das ist super. Schauen wir mal, ob wir alles haben hier. Ja, müsste passen vom Gehege her und vom Gebäude. Ja, passt auch. So, ja, bevor wir hier loslegen mit den Expeditionen, erstmal schauen, wie wir hier das machen mit den Gehegen. Lass mich mal kurz überlegen. Ich würde sagen, ja, fangen mal hier an mit einem. Ja, würde ich sagen. Ich kann die Forschung ansehen, sondern ich will Gehege bauen. So. Und zwar. Machen wir das mal hier entlang. Sagen, das erste müsste das soweit reichen. Ne? Kommt ja immer darauf an, wie ja, viele Tiere wir da reinstecken. So, dann machen wir hier noch ein Vorhin bitte. So. Dann brauchen wir natürlich auch noch in den Ranger-Posten, den stellen wir mal hier hin. Und dann brauchen wir Obrastungsgalerien. Ist klar. Würde ich in die. So, wenn wir. So geht das eigentlich nicht. Na? So, genau. Perfekt. So, anschließen noch bitte. Okay. So, wo ist die Unterstützungseinheit? Ist hier, ne? Genau. Mach's bitte da hinten noch. So. Genau, damit er sich jetzt ein bisschen wohlfühlt, das Tierchen, bauen wir hier mal bitte ein Gewässer rein, würde ich sagen. So. An Futterstationen bauen wir eine hier hin und eine hier hin vielleicht. Ja, das reichen vielleicht erstmal. Dann bauen wir natürlich noch ein paar Felsen hin. So, würde ich sagen, genau. Ein bisschen sich wohlfühlt das Tierchen hier. So. Genau, und dann noch ein paar Steinchen hier, so. Okay. Gut. Das müsste erstmal reichen, oder? Ja. Expedition. Wo ist die Expedition? Ja. Was machen wir als erstes? Ja genau, die würde ich mal nehmen. Und los. Ja, das Spiel ist schon geil. Also echt, ich verschlinge das momentan. Stunde um Stunde hier. Gerade. Ich spiele es in einem durch.
die Kampagne. Und wenn die vorbei ist, dann werden wir mit Sicherheit noch ein freies Spiel, Sandbox-Modus, anfangen. Das Spiel habe ich lange gewartet. Endlich ist es da. Spielt sich bis jetzt super. Schneller hier das Ganze bitte. Ein bisschen warten, bis da die Expedition vorbei ist. Nur einen anstatt zwei, okay, dann weiter. Ja, bitte bringen, und zwar genau hierhin. Produkt wurde eingesammelt. Los geht's, da ist er, der Kleine. So, den müssen wir natürlich wieder scannen zuerst, ist klar. Fehlende Beute. Ach, braucht der Leben oder was? Moment. Schau mal kurz, was der braucht. Er ist zufrieden sogar. Okay. Ist zufrieden. Das freut mich. Gut. Ja, dann würde ich sagen, geht's weiter mit der nächsten Expedition. Aber zuvor bitte noch ein Gehege, wenn es geht. Wir bauen hier einfach weiter, würde ich sagen. Wir machen das so, würde ich sagen, genau. So, dann das Tor bitte hier hin. Wenn wir die Ranger-Posten nochmal hier hin. Und genau, Beobachtungsgalerie machen wir hier hin. Perfekt. Weganschluss. So. Machst natürlich jetzt hier noch was damit. Wir müssen da ein bisschen uns, ja, sagen wir mal, genau überlegen, wie wir die Ranger da einteilen. Ich würde sagen, dass wir eine Unterstützungseinheit für zwei Gehege planen, sonst wird es vielleicht ein bisschen stressig. So. Wasser machen wir mal da hier hin. So. Dann natürlich wieder ein bisschen Steine. So. Hier vielleicht auch ein paar. Ja, das ist ja, wie gesagt, alles frei hier, ne?
So, dann würde ich sagen, aber ich hätte noch gerne vielleicht doch noch ein bisschen Schnee, nee, fällt nicht. Sand hier im Eingangsbereich, wenn es geht. Dasselbe auch hier. So. Da drüben hätte ich noch gerne ein bisschen weniger Bäume, wenn es geht. Kann ich jetzt hier einfach Natur machen? Naja. Yes. Ein bisschen weniger Natur hier vorne. So, ja, genau. Gut. Dann würde ich sagen, nächste Expedition. Was machen wir denn als nächstes? Die Kleinen hier. Was haben wir sonst noch? Ja, die können wir auch machen. Genau, gute Idee. Schneller das Ganze. Und doch keine Zeit. Ja, so, was haben wir sonst noch hier? Noch was bauen? Nee, oder? Gebäude. Eine zweite Unterstützungsanlage, ja, die bräuchte man jetzt dann noch. Also auf die setzen wir mal hier hin. Genau, das war das, was noch gefehlt hat. Jetzt geht's weiter. 3 von 3, sehr gut. Ja, die können geliefert werden. Und zwar alle hierhin. Beginne Produkttransport. Transport im Gange. Oh, da fehlt noch was. Gottes Willen. Produkttransport beendet. Bestätige Produktzustellung. Auch natürlich noch was zum Essen, ist klar, ne? So. Mach mal den Wagen hier, stopp. Scannen. Also die müssen die scannen. Okay. Fehlendes offenes Gelände. Okay. Warte mal. Tour ein, Wege aus. Vielleicht. Ja. Jetzt sind wir zufrieden. Das ist gut. Wunderbar. So, nächster. Nächstes Gehege. Das machen wir hier hin, würde ich sagen. Oh, ein Strom. Langsam. Alles gut. So. Nächstes Gehege setzen wir hier hin.
Es sieht gut aus soweit. Dann machen wir hier wieder ein Tor hin. Und zwar der Seite hier. Oder auf der anderen Seite, was schneller ist. Machen wir es hier hin. Die Besuchertribüne, die setzen wir dahin. Geht. Haben wir da alles im Blick? Nicht. Na? So. Genau. Perfekt. So. Wunderbar. Und dann machen wir hier bitte die Umgebung, ist klar. So, Wasser natürlich, ist auch klar. Hätte ich gerne hier jetzt mal zwei, wenn es geht. Eins, zwei, so, in der Art. Dann wieder ein bisschen Land und so nach vorne. Dann machen wir hier wieder ein bisschen, nicht so schnell, ein bisschen Felsen vielleicht noch. So, dann machen wir da noch einen Felsen hin, würde ich sagen. Und hier. Gut. Dann brauchen wir natürlich auch noch wieder Futterstellen. Eine machen wir hier hin. Eine hier hin. Und natürlich wieder. Nee. Das hier ist auch klar. Das machen wir mal hin. So. Was ich jetzt bitte um hier. Das ist die Frage. Expedition wieder mal bitte. Ja. Das machen wir als nächstes. Genau, die könnten wir machen. Ja, und los geht's. Perfekt. Ah, das macht Spaß. Das ist gut. Geht's denn gut hier? Läuft die Ziege rum. Also, ein bisschen schneller, wenn es geht. So. Da läuft die Ziege rum und der merkt es gerade. Das ist scheißegal. So, weiter geht's. Jawohl. Ja, transportieren natürlich. Und zwar, wenn es geht, hier hin. Produkt in der Luft. Produkttransport wird durchgeführt. Produktzustellung bestätigt. Schauen wir mal. Sehen, ob fehlt. Oh,
ein Leiden. Das ist schlecht. Lass mich in Ruhe. Haben ein Leiden. Schlecht. Was ist denn unser kleiner... Da. Im... Der Truck hier. Ja. Erstmal untersuchen, was die Kleinen haben. Fehlender Wald. Oh, die brauchen Wald. Zu schnell, langsam. Kleiner Bruch. Kleiner Bruch. Kleiner Bruch. Okay. Können wir den kleinen Bruch heilen oder ist das schwierig? Das gucken, Forschung. Übel finden. Nee. Glück. Algen, Vogelgrippe, Klauenseuche, Polybakterien, Markenwürmer, Salmonellen, Tuberkulose, Efeu, Farn. Nee, also. Wüsste nicht, dass da was geben könnte. Hast du meinen Wagen in Ruhe? Die an. Schau sie dir an. So. Gut, weiter geht's. Das sind 3300 erreichen insgesamt als Bewertung. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier weiter. Hab ich doch. Kann ja aber nicht heilen, oder? Doch, geht doch. Ah, Moment. Stopp. Jetzt sind wir gesund. Schön. Wir bauen das nächste Gehege. Und zwar würde ich sagen, halt, wie schaut es erst mit dem Strom aus? Oh Gott. Jetzt mal hier auffüllen. Ist das behandelt oder nicht? Bruch. Ja. Leid. Naja. Großer Bruch. Ja, super. Okay. Gehege. Wie machen wir das? Ich würde sagen, wir bauen... Ist vielleicht... Hier hin. Warte mal. Mal freilassen, vielleicht den Weg. So, vielleicht. Hat aber keinen Strom, ne? Naja. Überlegen hier. Hinten könnte man auch noch eins hinsetzen. Ist jetzt los? Also ohne Strom. So.
Pass auf. Machen aber hier das so. Mal hier ein Tor hin. Okay. Mach vielleicht den Zaun. Ein Tor hin. Da ein Tor hin. Genau. Dann machen wir vielleicht doch hier. Das geht nicht im Weg. Kein Strom. Oh. Generator bitte. Generator, einen zweiten, wenn es geht. Setzen wir mal hier hin. Und dann setzen wir den mal. Dann machen wir den mal hier hin, würde ich sagen. Ja, ja. Da ist er gut. Okay. So, Besucheranlage. Ja, die machen wir hier hin. So. Was ist hier los? Hallo? Kommt ihr hier raus? Und kein Strom? Leute! Einfangteam. Das ist das Ranger-Team. Gewusst, dass sie ausbrechen. Da kommt er nicht raus. Da ist zu. Hallo. Soll reparieren. Jetzt wieder bitte zurückbringen. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. So. Wir können weiter das eine Gehege bauen. Produkt wird transportiert. So, dann machen wir hier wieder Felsen hin. Zustellung abgeschlossen. Brauchen wir hier wieder eine Station, eine Ranger-Station. Setzen wir bitte hier hin. Dafür ist der hier verantwortlich. Ja, oh, den müssen wir beobachten hier. Sehr gut, so. Und dann würde ich sagen, ja, Expeditionen wieder. Oh, da haben wir ein Treibstoffproblem hier. Okay. Schaut's hier aus.
Was? So, wie schaut's bei der hier aus? Was? Dann brauchen wir hier noch ein paar Futterstationen. Eine machen wir hier hin, bitte. Eine da hinten. Eine hier hin. So. Expedition. Expeditionskarte. Haben wir jetzt hier noch. Okay, die sind auch nicht ohne. Genau. Rodon, die nehmen wir als nächstes. Gut, weiter geht's. Autsch. Sind alle zufrieden, oder nicht? Meine Herren. Kann der den nicht behandeln? Verstehe ich nicht. Helfen und scannen. Ah ja, hier. Jetzt vielleicht. Schauen wir mal. Nee, geht so nicht, oder? Nee. Muss da rein. Bisschen schneller vielleicht. Jetzt kommen die nächsten Gäste hier. Ja, bitte hierhin. Transportiere Produkt. Transport hat begonnen. Produkttransport im Gange. So. Herzlich willkommen. Produkt transportiert. Produkt wurde zugestellt. Produkt wurde transportiert. Schauen wir mal, die sich hier wohlfühlen. Treibstoff aus, glaube ich. Fehlende Beute. Sekunde. Ach, die brauchen wieder lebend. Gehege. Nein, nein, nein. Event. So. Sind wir jetzt glücklich?
seid ihr denn? Hallo? Hier die Karte. Nee, die nicht. Da. Da sind sie. Lieben, wunderbar. Gut. Dann haben wir es ja bald geschafft hier. Diese Aufgabe. So, jetzt fehlt noch einer. Pass auf. Machen wir mal eine Sicherheitsvorkehrung rein. Und zwar so eine. So, genau, da hinten sollen jetzt. Und dann noch eine dritte Einheit. Dann machen wir sie dahin. Die einen. Ah, es ist eine schwierige Entscheidung. Ich hätte doch gerne eine Unterstützungseinheit. Sicher, sicher. Setzen wir halt dann hier hin, würde ich sagen. Es geht. Frage ist jetzt nur die, hast du Strom? Oder nicht? Jetzt da aus, auffüllen bitte. Ich hab da keinen Strom, oder? Nee, halt. Wieder. Die hat Strom. Irgendeiner war doch da mit auffüllen, oder nicht? Gut, dann bauen wir hier jetzt das nächste Gehege. Aber hier jetzt absichtlich einen Abstand. Soundeffekt. Oh. Oh. Ganz schnell. Vorsicht. Ranger Team. Ah, Einfang Team. Hopp, hopp, hopp. Der dritte. Da hinten ist der dritte. Genug Treibstoff. Aha. Wir den Zaun reparieren da hinten. Also wir machen hier mal einen Doppelzaun hin. So. Gut. Wieder abholen, wenn es geht. Da leider keinen Zaun bauen, das ist das Problem. Hier. Transport hat begonnen.
Produkt wird transportiert. Gut. Dann geht's hier weiter mit einem Chor. Anlage, wenn es geht. Natürlich nicht so. Produkttransport im Gange. Sondern wenn es geht, ja. Zustellung abgeschlossen. Ah, blöde. Blöde Geschichte hier. Zustellung wurde abgeschlossen. Ich muss den Zaun nochmal umbauen. Transport beendet. Warte. Muss doch mal hier was abbauen. Ja. Leider war. Das wird sein. Ja. Ja. So, pass auf. Wir machen das anders. Wir werden den Zaun so verlegen, genau. So ist besser. Anlage. So. Perfekt, genau. So ist fein. Machen wir hier noch einen Zaun hin. Hier noch einen. So ist gut. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir hier wieder. Was machen wir denn hier wieder? Genau, Sand. Und ein paar Felsen. Machen wir noch hin und da noch einen. Da hinten noch ein paar. Hier vielleicht noch ein paar. So, dann machen wir hier noch eine Stelle und zwar eine hier hin, eine dahin und eine da hinten hin. Dann brauchen wir noch ein bisschen Wasser, ist auch klar. Machen wir mal hier, hier. Hier. Sie reichen. Und jetzt machen wir noch eine Ranger-Station. Die machen wir mal hier hin. Genau, und bist dafür verantwortlich. Ja, und ansonsten würde ich sagen, das müsste eigentlich passen. Dann können wir jetzt die Expedition machen, wenn es geht. Die letzte. Oder? Das ist die letzte? Ja. Und zwar bin ich die beiden. Los geht's. Vielleicht sichern wir den zweimal den Zaun da hinten. Doppelt gemoppelt hält besser. Aber vom Gefühl her. Russen sind ganz entspannt hier, ne? Die fällt uns nicht. Aber die Kleinen, die sind da echt ganz schön frech. So, auch völlig vergessen. So, machen wir. Da ist noch ein bisschen was los, glaube ich, oder? Warte mal. Können wir auch noch einen Generator hinsetzen. Ist der nicht so überlastet. Machen wir mal hier hin. Genau. Gut. Okay. Dann warten wir jetzt auf unsere Gäste.
Nee, können wir jetzt momentan nicht tun. So. 5 von 6, okay. Ja, bitte. Transport im Gange. Produkt wurde eingesammelt. Transportiere Produkt. Mal schauen, was die brauchen. Produkt wurde transportiert. Produkt zugestellt. Es steht diesmal viel auf dem Spiel, wenn ich mich nicht täusche. Und ich täusche mich nicht. Wir sind dabei, eine neue Beziehung zu den Sauriern aufzubauen. Revolutionäre Ideen, weil wir so die Vergangenheit besser verstehen können. Und wie wir das tun? Wir versuchen, diese Unfälle hinter uns zu lassen. Nun, wenn ich dürfte. Es gibt keine Unfälle, nur unentdeckte Ursachen. Unser Fehler... Der Fehler der Menschheit ist zu glauben, dass wir die Wahrheit wissen wollen, obwohl uns die Lüge ausreicht. Diese genetisch erzeugten Saurier, sie sind so real, wie wir sie machen. Wir haben seit Ewigkeiten Hunde und Katzen und Nutztiere gezüchtet und manipuliert. Warum? Nicht für die Tiere, sondern zu unserem Nutzen. Und Sie denken, das tun wir auch jetzt? Sagen Sie es mir. Jeder Kontakt, egal wie winzig und begründet, führt zu Veränderungen. Ist es nicht so, Dr. Dua? Für den Moment müssen wir das akzeptieren. Unser Job, mein Job, ist es, dafür zu sorgen, dass diese Tiere die beste Pflege erhalten. Dann sehen wir weiter. Ja, ja. Wie wunderbar chaotisch von Ihnen. Gott. Da habe ich schon Panik aus hier, Leute. Panik! Soundeffekt. Wir sind kaum da. Was sind hier los? Einfangteam. Action. Macht's was. Schnell. Soundeffekt. Ich habe noch mal eine Medizinstation gebaut, weil ich glaube, dass die eine nicht ganz reichen wird. Silos, oh, toll, wo das? Nee. Hä? Nochmal, jetzt habe ich den verloren hier, was? Wollte den eigentlich behandeln hier. Was liegt denn hier? Die will irgendwas mir anzeigen. Infizierte Nahrungsquelle, okay. Ah, was ist da los? ARS. Okay. Das ist eine Nahrungsquelle. Was haben die hier? Kein Problem. Tollwut. Oh. Tollwut haben die, sind schlecht. Müssen wir jetzt bitte versuchen, hier die da zu behandeln. Wo ist denn unser Wissenschaftszentrum? Weil wir liefern die jetzt mal schnell. Was sind die denn? Einfangteam, ja genau. Ah. Okay. Noch Einfangteam? War die da hinten jetzt geht. So.
Jetzt bitte Transport. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Aber jetzt muss die Medizingeschichte nochmal da. Jetzt glaube ich irgendwas finden für die Medizin. Wegen Tollwut, ne? Da ist noch einer krank hier. Was hat der hier? Produkt in der Luft. Wieder Soundeffekt. Ah, Mann. So, einfangen. Produktzustellung bestätigt. Bestätige Produktzustellung. Produkt ein. So, und der, was hat der hier? Erkältung. Ich brauche jetzt eine medizinische Geschichte. Das ist nur die Wissenschaft. Ach. Forschung. Medizin. Da war doch was gegen Tollwut hier, oder? Genau. Anheften. Geht das so? Fotografiere Saurier mit Tollwut. Ja. Warte mal. Mal bitte das Ding hier zu. Geht das? Ich muss hier noch ein Foto machen, hat es geheißen. Da ist wieder einer raus. Produkt wurde transportiert. Okay. Kann ich den heilen? Ja, oder? Ah, da muss ich ein Foto machen, glaube ich, gell? Ist der? Ah. Also auf direkte Steuerung. Aber ich musste irgendwo ein Foto machen. Ei! Da ist schon einer. Okay. Gut. Bitte abholen. Zur Abholung des Produkts unterwegs. So, Medizin. Bisschen Medizingeschichte. Da unten war die. Genau, Aufgabe. Du sollst bitte da hinten helfen. Den bitte auch noch transportieren, wenn es geht. Produkt in der Luft. So, Wissenschaftszentrum bitte, Forschung. Und Nils Hammer. Scheint geholfen zu haben. Jetzt muss ich noch Tiere hier
Handeln, okay. Impftee, komm. An Treibstoff. Bestellung abgeschlossen. Mit dem Treibstoff ist ein bisschen nervig. Der Soundeffekt schon wieder. Produktzustellung bestätigt. Da schon wieder. Oh Mann! So, jetzt schauen wir mal. Da ist die Einheit. Versuch gerade rauszufinden. Da hinten noch einer vielleicht. Hier. Das müssen wir noch machen. Oder hinten noch vielleicht. Wenn du eh gerade dabei bist. Moment. Ja. Kann ihm helfen vielleicht mal. Haben wir nichts gegen Erkältung? Keine Ahnung. So. Jawohl, keine Erkältung mehr. Sehr gut. So, schnell mal auf Richtung Stromquelle schauen. Ja, die können ja kämpfen von mir aus. Sieht mir jetzt eher weniger. Frage ist jetzt nur die. Sollen wir mal schauen, dass die hier glücklich sind? Ich speichere in der Zwischenzeit mal. Kann man irgendwo speichern? Speichern. Genau, überschreiben. Ja. So. So, jetzt müssen alle 30-80% haben, na super. Das werde ich nie schaffen, wenn der hier Knochenbruch hat, ne? Der ist glücklich. Da hinten noch nicht, glaube ich, ne? Die sind noch nicht so ganz glücklich. Was haben die nochmal hier? Glücklich sind die schon. Der hier ist das Problem. Ah, den muss ich vielleicht... Warte mal. Pass auf. Aufgabe hinzu. Den fangen wir mal ein. Behandeln den da. So jetzt. Transport und zwar hierhin. Genau. Produkt muss eingesammelt werden. Der Name Produkt finde ich jetzt ein bisschen unglücklich. Hat der wieder für ein Problem? Oh, der muss beobachtet werden. Oder gescannt werden, würde gesagt. So.
Ich glaube, wenn wir den jetzt behandeln, dann müsste der wieder auf 80% mindestens steigen. Dann sollten wir diese Aufgabe auch erfüllt haben. Produkttransport im Gange. Upp, da haben wir so hin, genau. Oh, verletzt hier was? Auf die Armen. Ah, die haben gekämpft, ne? Warte mal. Was sind denn da meine... Bin ich in Ruhe? Transport abgeschlossen. So, Transport abgeschlossen. Es bringt was. Ja, gut, auch noch ein bisschen. So, der wird jetzt dann hoffentlich gleich geheilt werden. Jetzt bin ich da raus. Verteidigen ihren kleinen Freund ganz schön. Jagen mich. So. Gut. Wie schaut es jetzt aus mit unserem Freund hier? Ein paar Sekunden, okay. Na, noch 10 Sekunden. Dann haben wir es. Hoffentlich. Transport bitte. Zum Transport, ja, weiß ich. Rück bitte. Hole Produkt ab. Dann schauen wir mal. Gefährdet. Ja, die kommen ja nicht mehr raus hier, ne? Transport hat begonnen. Produkt zugestellt. So, jetzt wurde behandelt, jetzt müsste glücklich sein. Hoffe ich. Ja, 70%. Fehlender Wald. Okay, warte mal. Können wir ändern. Fehlende Beute. So, jetzt läuft die Uhr. Was haben wir da oben wieder für ein Problem? Ist wieder verletzt. Immer dasselbe mit euch da oben. Die hier machen echt Stress. So, noch 45 Sekunden. Müssen wir aushalten. Gleich haben wir es. Noch 11 Sekunden. Ah ja, da kommen wir gleich. Nicht einmal auf den Inseln haben wir etwas geschaffen, das so... so... perfekt ist. Nun, da wir sie nicht frei herumlaufen lassen können und die Saurier nie das Leben kennenlernen werden, das sie leben sollten, zumindest so perfekt wie möglich. Wir... sollten wohl glücklich sein. Aber... sind wir das? Vielleicht. Okay, etwas stört dich und ich bin es nicht. Nein. Also, was dann? Dieser Park. Das ist nicht das Ende für die Saurier. Oder? Nein, natürlich nicht. Wie könnte es?
Es ist zu gefährlich, diese Tiere derart nah an der Zivilisation zu haben. Wir werden ihnen folgen. Meinst du das ernst, Owen? Ist dir klar, was du da sagst? Wir sind ein Team. Ich kenne dich, Claire. Du wirst ihnen nicht den Rücken kehren, was auch eine schlechte Idee wäre. Mach das nie. Niemals. Und ich kann es auch nicht. Diese Tiere sind ein Schicksal, dem wir nicht entkommen können. Und nicht nur wir beide. Alle. Damit muss die Erde nun klarkommen. Ja, entweder behandeln wir den Planeten richtig, oder die Saurier machen ihn zu ihrem. Das war's. Kalifornien ist abgeschlossen. Ja, war ein bisschen tough die Mission, aber hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, wir sehen uns in der nächsten Mission, Fragezeichen. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, keine Ahnung. Wieder. Ja, bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschö. Yosemite. In der Sprache des Miwok-Stammes bedeutet das Tal derer, die töten. Passend, nicht wahr? Die Starken jagen die Schwachen. Der Jäger und der Gejagte optimieren permanent ihre Größe, ihr Aussehen, ihre Stärke, ihre Sicht und Geschwindigkeit. Der Verstand wird immer besser in der einen Aufgabe, die zum Überleben notwendig ist. Die Evolution ist ein nie endendes Wettrüsten, das bis heute andauert. So ist das Leben. Es begrüßt Veränderung. Und nun sind die Saurier in das Tal derer, die töten, zurückgekehrt. Die Frage ist nicht, gehören sie in den Yosemite Park? Das tun sie ganz sicher. Nein, nein. Die Frage ist, werden sie bleiben?